Hallo und herzlich willkommen zu Systempilot Insights, unserem Format, wo wir tiefe Einblicke in die Zusammenarbeit mit uns liefern, mit dem Schwerpunkt natürlich EasyStock, Bestandsoptimierung. Und in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Business Case, das heißt, unter welchen Bedingungen macht ein Bestandsoptimierungsprojekt mit EasyStock Sinn. Und wir haben hier unseren Head of Sales Felix Kogler dabei, der uns Rede und Antwort stehen wird. Dieses Video ist ziemlich lang geworden und aus diesem Grund, es ist wirklich lang geworden, und aus diesem Grund haben wir das auf mehrere Teile aufgeteilt. Das ist jetzt Teil 1. Viel Spaß damit. Und wenn es Fragen gibt und so weiter, einfach gerne kommentieren unter dem Video. Und nicht vergessen, die anderen Teile auch noch anschauen zum Thema Systempilot Insights, weil man hier natürlich einen guten Überblick bekommt, was es sonst noch alles gibt, was wir jetzt im ersten Teil natürlich nicht mehr behandeln konnten. In diesem Sinne, viel Spaß! Ist es doch Business Case? Rentiert sich das überhaupt? Ja, das ist jetzt die Frage, die wir heute beantworten wollen. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück, nämlich braucht überhaupt jedes Unternehmen Bestandsoptimierung? Ja, ich würde mal sagen, vielleicht nicht jedes Unternehmen, also wenn man reiner Dienstleistungsbetrieb ist, dann wird man es wahrscheinlich nicht brauchen. Aber in dem Moment, wo man ein Lager hat, also entweder als Produktions- oder als Handelsunternehmen, dann wird Bestandsoptimierung interessant. Ich würde das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter verfeinern, und zwar man bräuchte einen gewissen Lagerbestand, dass das auch wirklich Sinn macht. Also wenn ich jetzt da irgendwie 5.000 Euro Ware auf Lager habe, dann wird es wahrscheinlich einen begrenzten Nutzen haben, da jetzt ein eigenes System zu verwenden, um die Bestände zu optimieren. Natürlich kann es dann in gewisser Weise auch Erleichterung bringen im Einkauf, dass man sich hier Zeit sparen kann und dass man hier weniger Aufwand im Einkauf hat, aber wirklich die Effekte merkt man, wenn man hier im Idealfall mehrere Millionen Euro an Lagerbestand hat. Also zumindest sagen wir so im Schnitt ab 1 Million Euro Lagerbestand, merkt man wirklich diese ganzen Effekte, die sich durch die Bestandsoptimierung dann auch tatsächlich ergeben. Okay, wunderbar. Dann hast du jetzt eh schon eine Frage ein bisschen vorweggenommen, ab wann sich das rechnet. Also ab mehreren Millionen Lagerbestand. Darunter kann sich es natürlich auch rechnen, aber da muss man natürlich immer auch die Größe des Projektes in Verhältnis setzen. Gibt es dann sicher auch einfachere Lösungen, aber über die reden wir vielleicht in einem anderen Video. Und zwar der zweite Punkt dieses Themas, was mich dann noch interessiert hätte, ist, wie passt jetzt so ein Bestandsoptimierungssystem in die Digitalisierungsroadmap? Ja, und zwar ist es so, dass man da aufpassen muss, dass man hier ein Bestandsoptimierungssystem als das sieht, was es ist, nämlich ein System, das vorhandene Prozesse optimiert. Also das ist mal so der grobe Rahmen dafür. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt da einen Webshop, ich bin jetzt ein E-Commerce-Laden und ich möchte jetzt da irgendwie sofort ein Bestandsoptimierungssystem einschalten, dann kann es sein, dass es einfach nicht erfolgreich wird. Weil vielleicht habe ich nicht alle Daten gepflegt, vielleicht fehlt mir irgendwas, was ich im Webshop nicht habe. Also viele E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel, die haben weder irgendwelche Wiederbeschaffungszeiten beim Lieferanten gepflegt, die sind auch jetzt nicht in der Lage zu sagen, was ist da jetzt die Mindestbestellmenge beim Lieferanten. Die machen das dann so, dass sie, wenn sie eine Bestellung aufgeben beim Lieferanten, das auch nirgendwo dokumentieren. Also sie sind keinem System irgendwo als Bestellung angelegt, sondern das wird dann tatsächlich per E-Mail oder als PDF oder im Webshop des Lieferanten dann als Bestellung angelegt. Und das heißt, dass dann ganz viele Daten fehlen, die man eigentlich bräuchte für ein Bestandsoptimierungssystem. Da haben wir ja auch ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch dann gerne auch anschauen, zum Thema Stammdaten, was man da alles braucht. Und wenn diese Basis fehlt, dann ist es einfach schwierig und dann kann ich einen sehr geringen Nutzen wahrscheinlich aus so einem Bestandsoptimierungssystem ziehen. Deswegen ist die Basis in der Regel immer das ERP-System. Also in dem Moment, wo es ein ERP-System gibt, wo diese ganzen Artikelstammdaten drin sind, wo diese ganze Historie, was wer in welcher Menge bestellt hat, wenn das vorhanden ist und ein bestimmter Warenbestandswert von, wie gesagt, würde man sagen, 1 Million Euro aufwärts da ist, dann üblicherweise rentiert sich das sehr und dann hat es auch einen sehr hohen Vorteil oder kann sie hohe Vorteile auch bringen für ein Unternehmen. Weil du schon 1 Million jetzt angesprochen hast, jetzt als Hausnummer, wie kann man jetzt eigentlich mit Bestandsoptimierung überhaupt Kosten sparen? Ja, und zwar gibt es da verschiedene Anknüpfungspunkte.
Der Klassiker ist der vor allem vor den ganzen Supply Chain Disruptionen, die wir im Moment haben, ganz wichtig war aber das Thema Bestand reduzieren. Also da ging es oft immer um die Frage, wie kann ich so gut wie möglich meinen Bestand reduzieren. Also angenommen, ich habe jetzt da 10 Millionen Euro Bestand und ich sage, naja, ich glaube, ich könnte runterkommen auf 8 Millionen Euro, aber ich weiß nicht wie, ohne da jetzt da die Warenverfügbarkeit massiv zu verschlechtern. Dann ist das üblicherweise der erste Punkt, wo man sagt, da kann man wirklich auch Kosten sparen. Und da geht es jetzt nicht nur um diese, in diesem Beispiel 2 Millionen Euro, die ich jetzt da mehr an freiem Kapital habe, da geht es ja auch um diese ganzen Kosten, die damit einhergehen. Wenn ich jetzt 2 Millionen Euro, das ich früher in Bestand gebunden hatte, wenn ich das jetzt da auf meinem Konto habe, dann heißt das, ich muss weniger Versicherungskosten zahlen, weil es kostet natürlich Geld, dass ich Ware auf Lager habe. Ich habe dann unter Umständen manchmal Leiharbeiter, die ich einstellen muss, weil ich einfach ein erhöhtes Volumen habe im Lager, weil einfach alles komplett voll ist bis an die Decke. Und dann kann es passieren, dass ich eben externe Leute dazu holen muss. Ich habe dann unter Umständen erhöhte Stromkosten, weil ich einfach viel längere Wege im Lager habe, weil einfach alles dann bis an die Decke vorgefüllt ist mit Ware. Es kann auch passieren, dass ich externe Lagerflächen dazu buchen muss, weil ich einfach sage, ich komme einfach nicht mehr aus mit dem Lager. Ich brauche jetzt externe Lagerflächen und das kostet natürlich alles Geld. Und manchmal kann es auch passieren, dass entsprechend Unternehmen dann komplett neue Lager bauen müssen. Und nicht nur, weil sie sagen, sie wachsen so stark, sondern einfach, weil sie so viele Überbestände haben, vielleicht so viele Langsamdreher, die eigentlich überhaupt nicht auf Lager sein sollten, dass sie nur ein Lager bauen müssen, um diese ganzen Überbestände und Bestände, die man eigentlich gar nicht mehr bräuchte, zu lagern. Und das kann natürlich nicht Sinn und Zweck sein des Ganzen. Also hier würde man sagen, Bestand reduzieren und alles, was damit einhergeht, also diese ganzen Lagerhaltungskosten, das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist das Thema Zeit. Also es gibt ja viele Unternehmen, die, was weiß ich, 10 Disponenten haben oder auch nur 3 Disponenten haben. Und da ist es so, das frisst oft unglaublich viel Zeit. Und dann fragen sie sich, okay, was mache ich jetzt? Ich brauche jetzt mehr Disponenten, ich brauche mehr Leute, die jetzt da entsprechend die ganzen Bestellungen abarbeiten. Nur irgendwann ist der Punkt, wo man sich fragen muss, ist das denn noch zielführend? Also sollte ich jetzt wirklich mehr Personal noch einsetzen für etwas, was man eigentlich zum gewissen Teil automatisieren kann? Also unsere Kunden, die sparen sich so im Schnitt um die 30% circa an Zeit mit so einem System wie EasyStock, manche auch wesentlich mehr, aber das ist so im Schnitt das, was man sich an Zeit einsparen kann. Und das ist natürlich eine große Hausnummer. Also wenn ich jetzt da zum Beispiel 3 Disponenten habe und ich sage, ich komme mit diesem Workload nicht mehr zurecht, ich brauche jemanden neuen, dann kann es sein, dass man sich hier eine zusätzliche Arbeitskraft spart. Oder es kann natürlich auch sein, dass ich sage, ich nehme die Person, die jetzt bis jetzt in der Disposition war und schule die um zum Beispiel auf einen strategischen Einkäufer, weil ich da hier einfach ganz andere Hebel habe im Unternehmen. Also strategische Einkäufe wird es immer geben und die sind auch extrem wichtig natürlich. Aber ich glaube auch, dass dieser ganze operative Bestellprozess, der wird einfach massiv zurückgehen, weil es da sehr viele Möglichkeiten gibt, das Ganze zu automatisieren und auch dafür zu sorgen, dass man hier eine technische Unterstützung hat und wirklich datenbasiert arbeiten kann und weniger jetzt auf Bauchgefühl basiert. Es wird jetzt das Thema Bestandsreduzierung, dann haben wir das Thema jetzt Zeit sparen, automatisieren. Und das dritte Thema, was üblicherweise ganz wichtig ist, ist neben der Bestandsreduzierung und der Automatisierung der Prozesse, ist, dass man in der Lage ist, einfach ein bisschen die ganzen Prozesse zu standardisieren. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, man hat hier einen Einkauf und der ist meistens unterteilt in strategisch und operativ. Und bis ich es schaffe, hier jemanden auf eine Flughöhe zu bringen, dass der wirklich eigenständig hier auch tatsächlich arbeiten kann im Einkauf, in diesem operativen Einkauf. Da vergehen oft sehr viele Monate. Da kann sein, dass man vielleicht ein halbes Jahr, Jahr oder mehr im Unternehmen sein muss, bis man wirklich diese ganzen Artikel auch kennt. Und das ist natürlich eine Situation, die ein bisschen suboptimal ist, weil das ganze Know-how ist dann gebündelt in diesen Personen und das führt dann dazu, dass wenn jetzt jemand länger krank ist oder vielleicht auf Urlaub geht oder das Unternehmen verlässt, dass dann irgendwie der ganze Einkauf auch steht. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Deswegen kann es echt helfen, wenn ich ein System habe, das hier anhand der Daten, anhand der historischen Verbräuche wirklich auch sagen kann, was voraussichtlich in Zukunft benötigt wird. Jetzt hast du schon sehr weit ausgeholt und sehr viel auch besprochen in diesem ganzen Umfeld. Jetzt ist die Frage aber, gibt es sonstige Vorteile noch von Bestandsoptimierungssoftware, vielleicht jetzt auch in Richtung besserer Überblick, Simulationen vielleicht und so weiter? Vielleicht kannst du uns da auch noch ein bisschen was erzählen. Absolut. Und zwar, das ist ein Thema, das besonders interessant ist, wenn man mehrere Standorte hat. Also ich habe immer wieder Gespräche mit Unternehmen, die sagen,
Sie haben mehrere Standorte, also entweder mehrere Standorte in Europa oder vielleicht auch noch irgendwo in Asien und in den USA und so weiter. Und da ist es oft so, dass diese Unternehmen keinen Überblick haben, was an den verschiedenen Standorten alles passiert. Und das ist natürlich suboptimal. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Lager in Deutschland und ich habe jetzt ein Lager in Italien zum Beispiel und ich weiß nicht einmal, wie viel Lagerbestand ich habe in Italien, dann heißt das auch, dass ich nicht weiß, ob es nicht vielleicht sinnvoller sein könnte, dass ich sage, ich hole mir jetzt Ware aus Italien, die dort sehr langsam dreht und lasse da mit einer Umlagerung das in mein deutsches Lager umlagern, weil ich einfach nicht diesen Überblick habe. Und in dem Moment, wo ich hier diese Transparenz habe über alle Standorte, in dem Moment, wo ich weiß, wie viel Lagerbestand ich an jedem Standort habe, wenn ich weiß, wie gut sich Artikel A an diesem und jenem Standort dreht und wo sich Artikel besser und schlechter verkauft, dann kann ich unglaublich viel Potenzial heben in meinem Unternehmen. Weil ich jetzt nicht mehr einen Bestand also lokal betrachte, also für jede Niederlassung an sich, sondern dass ich wirklich eine komplette Übersicht habe, die komplette Transparenz habe und dann in der Lage bin, hier zentral hier das Maximum aus meinem Bestand herauszuholen. Mhm. Sehr spannend. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Simulationen jetzt auch. Also gibt es hier jetzt auch Möglichkeiten mit so einer Lösung wie EasyStock, ja, hier jetzt auch ein bisschen aus dieser strategischen Perspektive das auch noch zu betrachten, also dieses Verhältnis Lagerbestand, Lieferbereitschaft und so weiter. Ganz genau. Und zwar ist es so, dass viele Unternehmen aktuell viele Experimente durchführen im Einkauf. Also sie sagen, ja, ich möchte jetzt eine Lieferbereitschaft haben von 98% und dann kauft man einfach so viel ein, wie geht und dann irgendwann mal schaut man, ja, haben wir diese Lieferbereitschaft erreicht und dann sagt man, okay, was hat mich das gekostet? Das ist natürlich suboptimal, das habe ich jetzt schon öfter gesagt, aber trifft aus meiner Sicht ganz gut. In dem Moment, wo ich angewiesen bin auf diese Rückschau, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt da diese Lieferbereitschaft erreicht und was hat mich das gekostet, verbrenne ich unglaublich viel Geld, weil ich nicht die Möglichkeit habe, ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Natürlich, ein System wie EasyStock hat keine Glaskugel und kann jetzt da nicht Dinge vorhersagen, die jetzt da keiner vorhersagen kann, aber zumindest ist EasyStock in der Lage, eine Simulation zu machen, wie du es vorher schon angesprochen hast, wo ich sage, ich möchte für diese Warengruppe zum Beispiel eine Lieferbereitschaft haben von 98%. Und dann kann ich mir simulieren, was würde mich das kosten. Und was ich dann machen kann, ist, dann kann ich mir überlegen, ist es mir das wert? Ist es mir das wert, dass ich für Arbeitshandschuhe eine Lieferbereitschaft von 98% erreiche? Und bin ich bereit, dieses Kapital in die Hand zu nehmen, um diese Lieferbereitschaft gewährleisten zu können? Umgekehrt ist es so, dass es auch Kunden gibt, die sagen, naja, ich weiß nicht, ist es jetzt wirklich notwendig, dass jede Lieferung innerhalb von 24 Stunden ausgeliefert werden kann? Ich meine, ist zwar nett, aber auf der anderen Seite ist es deswegen das wert, dass wir jetzt da so riesige Überbestände aufbauen. Das gibt es natürlich auch. Und da kann ich mir wiederum anschauen, zum Beispiel, was wäre die Lieferbereitschaft entweder für das gesamte Lager oder für alle Lager, die ich habe oder eben für bestimmte Warengruppen oder auch für Artikel, die sich 10-mal im Jahr drehen oder mehr. Also da kann ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten mir durchsimulieren lassen in EasyStock. Und kann dann eine Entscheidung treffen, was ist hier aus meiner Sicht das Optimum zwischen hoher Lieferbereitschaft und einem schlanken Lager. Weil das wollen wir natürlich alle. Wir wollen ja möglichst wenig zahlen für die Ware, wir möchten möglichst wenig Kapital gebunden haben, wir möchten wenigst Platz einnehmen mit der Ware, die auf Lager ist. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich sicherstellen, dass wir immer lieferfähig sind. Weil ansonsten, wenn wir das optimierteste Lager haben, aber wir sind nicht in der Lage, die Kunden zu beliefern, dann irgendwann mal werden sie wahrscheinlich woanders bestellen. Mhm. Weil du das jetzt auch schon angesprochen hast, wie schaut es eigentlich aus mit ERP-Systemen? Gibt es bestimmte ERP-Systeme, für die EasyStock, sag ich mal, gar nicht geht? Oder gibt es irgendwelche ERP-Systeme, wo es besonders gut geht? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen ausholen, weil gewisse Unternehmen werden sich jetzt vielleicht denken, naja, aber für unser ERP-System passt das ja nicht oder kann nicht passen oder unser ERP-System ist zu groß oder zu klein oder was auch immer. Vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen darüber. Also grundsätzlich ist es so, mir ist kein ERP-System bekannt, das in dieser Detailliertheit diese Möglichkeiten hat wie EasyStock. Und das ist jetzt keine Kritik an irgendeinem ERP-System. Man muss sich das immer so vorstellen, ein ERP-System muss alles abdecken. Das muss Finanzbuchhaltung können, das muss HR können, dann hat es vielleicht noch ein CRM-System, dann hat es Logistik, dann hat es Picking and Packing im Lager und so weiter und so fort. Also es muss alles abdecken, was im Unternehmen anfällt. Und jetzt ist die Frage, wenn ein System alles abdecken muss, wie kann es auf jeden einzelnen Teilbereich wirklich spezialisiert sein? Das geht einfach nicht. Das ist einfach
Das ist auch so, wenn man sich das vergleicht mit der Wirtschaft, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel einen Automotive-Hersteller, der Automotive-Hersteller wird nicht einen einzigen Lieferanten haben für die Türschnallen und für die Fenster und für die Reifen und für den Motor. Ist einfach nicht so. Der hat hunderte oder tausende verschiedene Lieferanten, aus dem Grund, weil jeder Lieferant auf irgendwas spezialisiert ist. Und genauso ist es auch als Software. Also gerade bei Themen, die wirklich kritisch sind, da ist es wirklich sinnvoll, sich ein externes System anzuschauen. Es gibt viele Unternehmen, die sagen ja ERP first, vor allem im SAP-Bereich. Da sagt man oft, ja, alles muss von SAP sein. Es ist auch grundsätzlich möglich. Also SAP kann wahrscheinlich so irgendwie alles abbilden, was man sich nur irgendwie denken kann, weil es einfach so ein riesiges Ökosystem ist. Die Frage ist nur, ist diese spezielle Lösung für die Bestandsoptimierung wirklich das Beste, was ich in meinem Unternehmen anwenden kann? Und da geht es nicht nur um die Funktionalität, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, sondern geht es auch um die Frage Usability. Möchten die User das verwenden? Weil gerade im Enterprise-ERP-Bereich ist es ja oft so, dass die Programme unbedienbar sind, muss man einfach so sagen. Und dann wird stattdessen auf Excel zurückgegriffen, wenn man sagt, na, tut mir leid, aber das Programm, das will ich nicht verwenden. Ich mache das lieber in Excel, da baue ich mir meine schlanken Reports und mache da meine Sicherheitsbestandsberechnung etc. Insofern, nach oben hin gibt es auf jeden Fall keine Grenzen. Also auch die größten ERP-Systeme wie SAP sind sehr stark vertreten. Also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz unserer Kunden im Enterprise-Bereich hat hier tatsächlich SAP im Einsatz und andere Enterprise-ERP-Systeme. Und im Low-End-Bereich, solange diese ganzen Daten, die wir vorher angesprochen haben, also Transaktionsdaten und so weiter und so fort, solange das alles vorhanden ist, dann ist auch hier die Möglichkeit, ein Bestandsoptimierungssystem anzubinden. Vorausgesetzt, dass ganz, ganz, ganz basic Dinge möglich sind. Also, dass man Daten exportieren kann in einer Excel-Datei. Also, das ist meistens so der Fall, dass mir Excel-Datei ziehen kann. Also, das hat bis jetzt noch jedes ERP-System geschafft. Und dass ich dann halt die Bestellvorschläge wieder zurückspielen kann und das importieren kann. Ja, und nicht einmal, auch wenn das nicht möglich wäre, dann würde ich es halt händisch abtippen, wäre jetzt da auch nicht so schlimm. Also, es ist jetzt nicht das, was man anstrebt, aber selbst wenn man aber nur sagt, okay, das müsste ich bestellen und ich tippe das schnell ein, wäre das schon mal ein Riesenvorteil. Weil ich eben Daten habe, die wirklich datenbasiert sind, ja, kein Bauchgefühl, genau, sondern wirklich basierend auf praxistauglichen Forecast, dann abgeleitet die konkreten Bestellvorschläge, weil ich die natürlich verwende. Mhm. Also das wäre ja nur der letzte kleine Schritt, der dann vielleicht manuell gemacht werden müsste, aber auch nur bei Mini-ERP-Systemen. Und ganz ehrlich, so kleine ERP-Systeme, dann sind die Mitarbeiter wahrscheinlich sowieso daran gewöhnt, ziemlich viel manuell machen zu müssen. Insofern wäre das dann wahrscheinlich auch kein Problem. Also nochmal, um zusammenzufassen, sowohl von kleinen ERP- oder Warenwirtschaftslösungen als auch bis zum Enterprise-Bereich, SAP und so weiter, macht es durchaus Sinn. Vor allem je größer das ERP-System wird, desto unübersichtlicher wird es. Und das haben wir auch schon vor allem von vielen SAP-Unternehmen gehört, dass die Usability doch dann sehr stark leidet, wenn man diese riesen Systeme ganz einfach im Einsatz hat. Und hier, und das finde ich immer so erstaunlich, dann oft dieses Feedback kommt, ja, EasyStock, das ist einfach. Ja? Ich habe sofort einen Überblick. Ich sehe alle Daten, die ich benötige, auf einen Blick. Es ist intuitiv zu bedienen. Ja, also es ist einfach und deswegen easy, ja, easy genau. Stock. Ja. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also ja, was noch dazu kommt, das darf man halt auch nicht vergessen, im Enterprise-Segment, da reden wir dann oft von 7-8-stelligen Beträgen für die Einführung von irgendeinem Tool, wie zum Beispiel diese ganzen Planungstools, die es gibt, die Module im SAP-Bereich zum Beispiel, wie SAP App oder IBP, da geht es oft sehr, sehr schnell ziemlich ins Geld, gerade wenn man jetzt hier mehrere Standorte hat. Und dann ist halt wirklich die Frage, bin ich bereit, so viel Geld zu investieren, nur um sagen zu können, ich mache jetzt da SAP first oder ERP first, ist die Frage, ist das wirklich die Strategie, die ich fahren möchte oder schaue ich mir nicht vielleicht eine Lösung an, die man wesentlich günstiger einführen kann, als jetzt da das in den Enterprise-Modulen der Fall ist. Mhm. Weil wir jetzt auch das High-End sozusagen, das obere Ende angesprochen haben von den ERP-Systemen und auch von Unternehmen halt von der Größe her, siehst du hier
aus EasyStock-Sicht irgendwelche Beschränkungen, also nur Unternehmen, die in einem Land sind oder also und so weiter? Oder ist jetzt eigentlich die Softwareplattform, auf der EasyStock aufgebaut ist, nicht sowieso geeignet nach oben ohne Ende prinzipiell? Und vielleicht kannst du auch sagen, weltweit, an wie vielen Lagerstandorten eigentlich EasyStock bzw. die Softwareplattform dahinter im Einsatz ist, damit jetzt die Zuseher ganz einfach auch ein bisschen ein Bild dafür bekommen, ob das jetzt ein kleines Tool ist oder doch ein weltweit im Einsatz befindliches. Also vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkel noch bringen. Sehr gerne. Also es gibt nach oben definitiv kein Ende. Also wir haben die größten OEMs weltweit, also die größten Hersteller weltweit, haben wir als Kunden im Enterprise-Segment. Also das geht nach oben, gibt es überhaupt keine Grenzen. Es gibt Kunden, die haben hunderte Standorte, die haben hunderte Millionen Euro an Warenbestandswerte verwaltet wird. Die haben teilweise Millionen an SKUs, also an einzelnen Teilnummern. Also ich denke, komplexer geht es einfach nicht. Ja? Also wir hatten jetzt da vielleicht noch keinen Kunden, der hunderte Milliarden Euro Bestandswert hatte, aber das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber insofern, nein, es ist auf jeden Fall nach oben hin keine Grenze gesetzt. Und das, was du angesprochen hast, die Plattform hinter EasyStock betreut über 20.000 Lagerstandorte weltweit. Also das ist schon eine Hausnummer. Und da muss man schon sagen, das ist kein Spielzeugsystem, wo man sagt, das ist jetzt dafür für kleine Unternehmen, sondern es ist wirklich ein System, das nach oben massiv skalieren kann. Und auf der anderen Seite ist es aber trotzdem so, dass es einfach zu bedienen ist und auch für kleine Unternehmen funktioniert. Und das ist so unglaublich spannend, dass du diesen Enterprise-Background hast und hast ein System, das unendlich skaliert. Und auf der anderen Seite kannst du das einsetzen in einem Unternehmen mit einem Einkäufer und 10 Millionen Umsatz im Schnitt. Ja? Also die Unternehmensgröße muss nicht so groß sein. Und auf der anderen Seite kann sie aber groß sein. Also das macht es aus meiner Sicht so unglaublich spannend, dass du die Möglichkeit hast, Projekte schnell einzuführen, dass du die Möglichkeit hast, mit kleinen Unternehmen zu arbeiten und zusätzlich nach oben zu skalieren bis zum Plafond. Ja. Also auch perfekt geeignet für Startups, die rasch wachsen. Eigentlich schon, ja. Ja. Also wie gesagt, vielleicht nicht in den allerersten Phasen. Also wie gesagt, wenn ich jetzt da sage, ich habe jetzt da eine Garage voll mit Ware. Ja, klar. Und habe jetzt 5.000 Euro auf Lager, dann nicht, aber auch wenn ich so, keine Ahnung, ein paar hunderttausend Euro auf Lager habe und in die Richtung Millionen gehe und ich merke, okay, das ist ein Trend, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich das anzuschauen, weil dann kann ich eigentlich sofort sagen, ich vertraue auch darauf, auf das Wachstum, ich schaue mir an, wie viel ich gewachsen bin in den letzten Jahren und ich positioniere mich jetzt schon, damit ich dann nicht, wenn dann irgendwie das Volumen so massiv in die Höhe steigt, dann komplett überfordert bin. Weil gerade bei Startups, die wachsen oft sehr schnell. Und wenn so ein Projekt dann vielleicht ein paar Monate dauert, bis es eingeführt ist, dann möchte man natürlich sicherstellen, dass man jetzt positioniert ist, dass wenn hier dieses ganze explosive Wachstum dann eintritt, dass man dann auch schon bestmöglich gewappnet ist. Es ist ja oft, wenn wir ganz kurz noch bei dem Punkt bleiben, ein massives Hemmnis von Unternehmen im Wachstum ist ganz einfach das Lager. Wenn das nicht optimal läuft, dann kann ich nicht so schnell wachsen, weil viel zu viel Kapital gebunden ist, was ich sonst für die Erweiterung des Produktsortiments verwenden könnte. Wenn ich die ganzen Penner auf Lager habe und die verkaufen sich nicht gut, die blockieren mir Kapital, wo ich eigentlich investieren könnte in ein neues, erweitertes Produktsortiment. Aber das kann ich nicht, wenn ich die schlecht drehenden Artikel natürlich jetzt auf Halde liegen habe. Mhm. Ja, und du hast ja schon gesagt, das Lager ist eigentlich für ein Handels- und Produktionsunternehmen das Allerwichtigste. Und hier vielleicht ein bisschen eine Einschränkung, weil wir auch darüber gesprochen haben, quasi für wen rentiert sich das Ganze. Das habe ich vielleicht vorher nicht erwähnt, das möchte ich jetzt gerne noch hinzufügen. Wenn man rein projektbasiert arbeitet, also wenn ich sage, in dem Moment, wo ein Projekt reinkommt, erst dann bestelle ich das und habe vielleicht eine Vorlaufzeit von 12, 18 Monaten und die Ware ist so unendlich teuer, dass es absolut keinen Sinn macht, jetzt die auf Lager zu legen. Das ist ein Fall, wo man sagt, okay, da wird sich jetzt Bestandsoptimierung nicht rechnen. Aber ich füge das jetzt nochmal hinzu, weil es einfach aufzeigt, dass es eigentlich ganz, ganz wenige Szenarien gibt, wo sich das nicht rechnet. Selbst wenn ich auftragsbezogen arbeite, macht es trotzdem Sinn, dass ich mir Ware auf Lager lege. Warum? Weil wenn ich immer darauf warte, bis jetzt der Kundenauftrag reinkommt und ich dann erst anfange einzukaufen, dann verzögert das natürlich die Produktion. Wenn ich aber schon im Vorfeld weiß, was wird voraussichtlich in welcher Menge an Rohmaterialien, an Komponenten, an Halbfertigerzeugnissen gebraucht, dann kann ich schon mal vorproduzieren bzw. Schon im Vorfeld bestellen und bin dann, wenn ein Kundenauftrag reinkommt,
binnen auch bestmöglich gewappnet. Ja, also vor allem die Fertigerzeugnisse kann man natürlich, wenn es so kundenauftragsabhängig ist, natürlich nicht auf Lager legen, aber alle Ebenen darunter, die kann ich sehr wohl forecasten und auch auf Lager legen. Ja? Und dann bin ich viel schneller natürlich in der Produktion, wie du es jetzt auch angesprochen hast. Ja, wie sieht jetzt eigentlich der ideale EasyStock-Kunde aus? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage und ich drehe die Frage mal kurz um und ich sage mal, was ist kein idealer EasyStock-Kunde? Weil das ist einfach wichtig zu verstehen. Also wir arbeiten jetzt definitiv nicht mit jedem Unternehmen zusammen, einfach aus dem simplen Grund, weil wir möchten einen Mehrwert für unsere Kunden generieren. Und es bringt jetzt nichts, ein Unternehmen aufzunehmen als Kunde, das zum Beispiel extrem kurzes Sortiment, also extrem schnelle Sortimentswechsel hat. Stichwort Fashion. Also wenn wir hier die großen Modeketten hernehmen, H&M, Zalando und so weiter, ist die Frage, wie soll das funktionieren, hier einen Forecast zu erstellen, wenn ich ein Produkt habe, das einmal eingekauft wird und dann nie wieder. Das macht es einfach unglaublich schwierig und deswegen haben wir gesagt, wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die eine gewisse Beständigkeit haben im Sortiment. Also jetzt keine Unternehmen, die jetzt eben extrem schnell alle zwei Wochen das Sortiment wechseln, sondern die eine gewisse Beständigkeit haben. Das kann alles mögliche sein. Das kann sein, irgendwelche Schrauben oder Filter oder kann auch sein, könnte theoretisch auch abgepacktes Essen sein in Dosen oder sonst was mit einer längeren Mindesthaltlaufzeit, kann alles mögliche sein. Wichtig ist nur, dass es eben relativ beständige Sortimente gibt und was auch wichtig ist, es muss eine Ware haben mit einem höheren Ablaufdatum. Also wenn man jetzt hier redet von irgendwelchen Melonen oder sonst irgendwas, die Ablaufdatum von wenigen Tagen haben und wo man vielleicht stundenbasiert die Disposition macht und jetzt nicht auf Wochen oder Monate die Bedarfsplanung macht, da können wir einfach nicht deliveren. Das ist einfach so, das ist aus der Historie von EasyStock. Wir haben uns spezialisiert auf Produkte mit langen Mindesthaltbarkeitsdaten oder überhaupt gar keine Mindesthaltbarkeitsdaten. Im Schrauber läuft in der Regel zum Beispiel nicht ab. Und auf das haben wir uns spezialisiert, da sind wir auch extrem gut in diesem Bereich. Und deswegen sind das die wenigen Ausnahmen, wo wir sagen, da können wir einfach nicht deliveren. Also wenn es eben geht um verderbliche Ware bzw. extrem stark Fashion. Ja, ansonsten würde ich sagen, der ideale Kunde, um jetzt einmal die andere Seite zu beleuchten, ist jemand, der einen hohen Warenbestand hat, der vielleicht sogar mehrere Leger hat. Ist nicht alles nicht notwendig, aber es macht den Business Case umso spannender, weil ich dann wirklich schon von massiven Einsparungen rede und massiven Vorteilen auch, was die Beschaffungsplanung anbelangt. Und ja, das ist eigentlich im Wesentlichen das, worauf es ankommt. Also Großhändler, Auftragsfertiger, Produzent, was auch immer, mit hohem Bestandswert, vielleicht mehr Standorten und natürlich der Bereitschaft, was zu verändern und Prozesse neu zu denken und zu digitalisieren. Ja, danke Felix für die vielen Tipps und Tricks zum Thema Business Case. Das war jetzt der erste Teil und ja, es geht jetzt dann weiter mit dem zweiten Teil, also auf jeden Fall dranbleiben und das nächste Video ansehen. Und falls ihr es nicht mehr erwarten könnt, um diese ganzen Teile fertig zu schauen und ihr jetzt direkt schon Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann sagt euch der Felix jetzt, wie ihr das tun könnt. Und zwar geht ihr gerne auf spilot.net/easystockkontakt und dort könnt ihr dann gerne mit uns Kontakt aufnehmen, einen Termin buchen und wir werden uns eure individuelle Situation anschauen und wie bei euch Bestandsoptimierung helfen kann und ja, wie das konkret aussehen würde. Ich freue mich schon drauf. Genau, den Link gibt es übrigens, also falls ihr euch das jetzt auf YouTube anschaut, unter dem Video, auch in der Videobeschreibung. Und falls ihr es auf unserer Website anschaut, dann findet ihr natürlich den Kontaktlink sowieso auch gleich direkt rund um das Video irgendwo. Gut, in diesem Sinne danke nochmal Felix und wir sehen uns im zweiten Teil. Ja, bis bald, freue mich schon.